Hören den Wochenspruch. Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben steht bei den Propheten von des Menschen Sohn. Und damit möchte ich Sie alle recht herzlich begrüßen und Ihnen eine gesegnete Andacht, einen schönen Sonntag wünschen. Wir sind heute eingeladen, nach dem Gottesdienst zur Kaffeestunde zu bleiben und bedanken uns auch recht herzlich bei denen, die unsere Gastgeber heute sind. In dieser Woche sind eine Reihe Veranstaltungen. Die Frauen kommen nochmal zum Deckennähen zusammen, am Montagmorgen, am Dienstag morgens die jungen Mütter, am Dienstagabend Chorprobe, am Mittwochabend Kirchenratssitzung, am Donnerstagabend um 6.30 Uhr die Konfirmanden, zum letzten Mal im Hades die Nursing Home. Und am nächsten Sonntag Gottesdienst zur gewohnten Zeit, im Deutschen dann auch mit heiligem Abendmahl. Wir möchten auch heute noch einmal unseres heimgegangenen Bruders Louis Schöpp gedenken, der am Dienstagabend zur letzten Ruhe gebettet wurde, draußen in Spruce Grove auf dem Friedhof der Matthäusgemeinde. Wir möchten Gott danken für das Leben unseres Pastors und besonders für das Wort, das er uns gesagt hat in seinen Jahren des Dienstes hier in unserer Gemeinde. Und wir möchten den Angehörigen und allen Betroffenen unsere Anteilnahme aussprechen. Und nun lasst uns den Gottesdienst beginnen mit dem ersten Lied 186. Singt, singt dem Herrn neue Lieder. 186. Nimm von uns, Herr, unsere Sünde und verleihe, dass wir mit lauterem Herzen und reinen Lippen diesen Gottesdienst begehen und dich preisen. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht Gott der Herr. Amen. Des Herrn Glanz war wie Licht, Strahlen gingen aus von seinen Händen, darin war verborgen seine Macht. Der Herr ist König, des freue sich das Erdreich und seien fröhlich die Inseln, so viel ihrer sind. Wolken und Dunkel sind um ihn her, Gerechtigkeit und Gericht sind seines Thrones Stütze. Seine Blitze erleuchten den Erdkreis, der Erdkreis sieht es und erschrickt. Die Himmel verkündigen seine Gerechtigkeit und seine Herrlichkeit sehen alle Völker. Sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wer es war im Anfang, jetzt und immer da. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Kyrie
Ehre sei Gott in der Höhe. Lasst uns beten. Herr Gott, himmlischer Vater, du hast deinen Sohn vom Himmel herab verklärt. Wir bitten dich, lass uns die Offenbarung seiner Herrlichkeit gläubig aufnehmen und ihm willig nachfolgen, auf dass wir durch sein Leiden und Kreuz zur ewigen Freude gelangen. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die erste Lesung zum heutigen Sonntag finden wir im 5. Buch Mose, im 34. Kapitel, Vers 1 bis 12. Und Mose ging von dem Gefilde der Moabiter auf den Berg Nebo, auf die Spitze des Gebirges Pisgah gegen Jericho über. Und der Herr zeigte ihm das ganze Land Gilead bis gen Dan, und das ganze Naphtali und das Land Ephraim und Manasse und das ganze Land Juda bis an das Meer gegen Abend. Und das Mittagsland und die Gegend der Ebene Jerichos, der Palmenstadt, bis gen Zoar. Und der Herr sprach zu ihm, dies ist das Land, das ich Abraham, Isaac und Jakob geschworen habe und gesagt, ich will es deinem Samen geben. Du hast es mit deinen Augen gesehen, aber du sollst nicht hinübergehen. Also starb Mose, der Knecht des Herrn, da selbst im Lande der Moabiter, nach dem Wort des Herrn. Und er begrub ihn im Tal im Lande der Moabiter gegenüber Bet-Peor, und hatte niemand sein Grab erfahren bis an diesen heutigen Tag. Und Mose war 120 Jahre alt, da er starb. Seine Augen waren nicht dunkel worden und seine Kraft war nicht verfallen. Und die Kinder Israel beweinten Mose im Gefilde der Moabiter 30 Tage und wurden vollendet die Tage des Weinens und Klagens über Mose. Josua aber, der Sohn Nuns, war erfüllt mit dem Geist der Weisheit, den Mose hatte, seine Hände auf ihn gelegt, und die Kinder Israel gehorchten ihm und taten, wie der Herr Mose geboten hatte. Und es stunden hinfort kein Prophet in Israel auf wie Mose, den der Herr erkannt hätte von Angesicht zu Angesicht. Zu allerlei Zeichen und Wundern dazu ihn der Herr sandte, dass er sie täte in Ägyptenland an Pharao und allen seinen Knechten und all seinem Lande. Und zu aller dieser mächtigen Hand und schrecklichen Taten, die Moses tat vor den Augen des ganzen Israel. Die Epistel finden wir im zweiten Brief des Apostel Paulus an die Korinther im 4. Kapitel, Vers 3 bis 6. Ist nun unser Evangelium verdeckt, so ist es in denen, die verloren werden, verdeckt, bei welchen der Gott dieser Welt der ungläubigen Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Klarheit Christi, welche ist das Ebenbild Gottes. Denn wir predigen nicht uns selbst,
sondern Jesum Christum, dass er sei der Herr, wir aber eure Knechte um Jesu willen. Denn Gott, der da hieß, das Licht aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung von der Erkenntnis der Klarheit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Lebensweg. Halleluja. Hört in Andacht das Evangelium für diesen Sonntag, wie wir es finden, aufgeschrieben im Evangelium des Lukas im 9. Kapitel vom 28. Verse an. Und es begab sich nach diesen Reden bei 8 Tagen, dass er zu sich nahm Petrus, Johannes und Jakobus und ging auf einen Berg zu beten. Und da er betete, ward das Ansehen seines Angesichts anders, und sein Kleid war ganz weiß und glänzte. Und siehe, 2 Männer redeten mit ihm, welche waren Mose und Elia, die erschienen verklärt und redeten von dem Ausgang, welchen er erfüllen sollte zu Jerusalem. Petrus aber und die mit ihm waren, waren voll Schlafs. Da sie aber aufwachten, sahen sie, wie er verklärt war und die 2 Männer bei ihm standen. Und es begab sich, da sie von ihm schieden, sprach Petrus zu Jesus: Meister, hier ist's für uns gut sein, lasst uns 3 Hütten machen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Und er wusste nicht, was er redete. Da er aber solches redete, kam eine Wolke und überschattete sie, und sie erschraken, da sie die Wolke überzog. Und es geschah eine Stimme aus der Wolke, die sprach: Dieser ist mein erwählter Sohn, den sollt ihr hören. Und als die Stimme geschah, fanden sie Jesus allein. Und sie verschwiegen es und verkündigten niemand in jenen Tagen, was sie gesehen hatten. Dies ist das Evangelium des Herrn. So lasst uns Gott loben mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Nun mögt ihr wieder Platz nehmen und wir singen das Glaubenslied Herr, dein Wort, die edle Gabe, Nummer 411. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich möchte aus der ersten Lesung noch einmal einige Verse lesen. Mose stieg aus dem Jordantal der Moabiter auf den Berg Nebo und der Herr zeigte ihm das ganze Land Gilead bis nach Dan und das ganze Naphtali und das ganze Land Ephraim und Menasse und Juda bis ans Meer im Westen. Und der Herr sprach zu ihm, dies ist das Land, von dem ich Abraham, Isaak und Jakob geschworen habe, ich will es deinen Nachkommen geben. Du hast es nun mit deinen Augen gesehen. Und dazu möchte ich noch lesen aus dem Evangelium. Und es begab sich nach diesen Reden bei 8 Tagen, dass er zu sich nahm Petrus, Johannes und Jakobus und ging auf einen Berg zu beten. Und da er betete, ward sein Ansehen, das Ansehen seines Angesichts anders und sein Kleid ward weiß und glänzte. Und siehe, 2 Männer redeten mit ihm, welche waren Mose und Elia. Die erschienen verklärt und redeten von dem Ausgang, welchen er erfüllen sollte zu Jerusalem. Herr Gott, himmlischer Vater, du tust ja wunderbare Dinge. Du erhebst Menschen hoch und lässt sie schauen in dein Reich. Herr, wir bitten dich, du möchtest auch uns hochheben, dass wir uns nicht sinken lassen in Trostlosigkeit, sondern denen sind, die ihre Augen aufheben zu den Bergen, von denen ihnen Hilfe kommt. In Jesu Namen. Amen. Meine lieben Brüder und Schwestern, heute möchte ich euch in dieser Predigt auf einen Ausflug mitnehmen. Eigentlich auf 2 kleine Trips. Das eine Mal zu einer Gipfelbesteigung, wo wir dem Mose hinterher schauen und noch einmal miterleben, was er damals erlebt hat. Es ist ja wunderbar auf den Bergen. Über den Bergen muss die Freiheit wohl grenzenlos sein, singt man im Schlager, nicht wahr? Und ihr wisst wohl, ich bin ein Freund von den Bergen und solche Mountaintop-Experiences. Da ist man so ganz mit seinem Schöpfer allein. Man ist den Wolken viel dichter als den geschäftigen Treiben der Städte. Und es tut der Seele gut, einmal in dieser Einsamkeit der Berge zu sein. Man kann da wohl eine richtige Gottesstunde haben. Und der 2. Ausflug, der nimmt uns mit zu einem Gipfeltreffen anderer Art, was man im Englischen einen Summit nennt. So, wo besondere Leute, große, zusammenkommen und miteinander die Zukunft besprechen. Etwa vorige Woche der Bill Clinton und der Chen Kai-shek. Oder im Juni werden es die
Häupter der G7 sein, die in Halifax zusammenkommen, Gipfeltreffen. Und so ein Gipfeltreffen werden wir hier auch miteinander betrachten. Aber zunächst eine Gipfelbesteigung. Wir sehen da einen alten Mann. Man möchte sagen, einen uralten Mann. Neulich haben sie im Fernsehen eine Frau gezeigt, die war angeblich 120 Jahre. Und dieser Mann, den wir da auf den Berg Nebob hochgehen sehen, der ist 120 Jahre. Nun, wisst ihr ja, mit jedem Jahr, das man zulegt, wird man der Berge mehr müde und möchte schon nicht gerne Treppen steigen, geschweige denn einen hohen Berg erklimmen. Und das ist ja wohl so, und da möchte man gleich sagen, na, das in jüngeren Jahren, aber nicht, wenn man alt ist. Aber nun heißt es von dem Mose, dass er erstaunlich gut beieinander war. Sein Augenlicht war noch nicht dunkel geworden, er konnte noch gut sehen und seine Kraft hatte ihn nicht verlassen. Was macht man, wenn man so einen guten Tag im Alter hat? Man geht schleunigst dahin, wo man eine neue Driver-License kriegt, nicht wahr? Und lässt die sich gleich erneuern. Das kommt nicht oft, dass man so gut sieht in so hohen Jahren. Das wäre wichtig, nicht wahr? Mose stattdessen steigt auf einen Berg. Das war wohl damals auch einfacher zu tun. Ja, meine lieben Freunde, ich habe diese Geschichte mit einem alten Pastor gestern besprochen. Und der alte Pastor sagte mir, weißt du, Friedmuth, der Mose hat es doch nur schwer gehabt. Ja, ihr wisst ja, wie man spricht, wenn man älter wird, man schaut immer zurück und man spricht gern auch vom Schweren, weil jeder Tag einem oft zur Last wird. Und so sagt er, sieh mal an, wie der Mose hat es schwer gehabt sein Leben lang, 40 Jahre in der Wüste, ein Volk, halsstarrig und mürrisch, und musste er das Volk so durch die Wüste gleichsam schleppen wie eine Last. Und jetzt, wo er endlich da ans gelobte Land kommt, da darf er nicht hineingehen, da stirbt er vorher. Nun, ich denke, man kann das auch ganz anders sehen. Man kann auch sagen, dass Moses Leben am Ende Himmel anging. Er darf noch einmal eine ganz herrliche Erfahrung haben. Er hat ja schon besondere Höhepunkte gehabt, etwa auf dem Sinai, wo er Gott hinterhersehen durfte. Er hat ja wohl auch Großes erlebt, sonst so, nicht wahr, wenn er in Ägypten seine großen Zeichen und Wunder tat. Aber jetzt zum Schluss darf er noch einmal auf den Berg und darf von dort sehen in die Zukunft hinein, und die Zukunft sieht ihm rosarot aus. Und wisst ihr, das ist gar nicht typisch für einen alten Mann. Wenn man sonst so älter wird und in die Zukunft hineinschaut, wenn man das überhaupt macht, dann sieht man viel Gloom and Doom, dann sieht man viel Trübsinn. Und dann sagt man wohl, die Welt ist nicht mehr, wie sie war und wo soll das noch alles hinführen? Und man macht sich in seinem Herzen Gedanken um seine Kinder und man sagt manchmal auch, vielleicht kommt auch bald das Ende, denn so und so heißt es ja in der Heiligen Schrift. Nein, wenn alte Menschen denken und schauen, dann schauen sie meistens rückwärts und reden von dem Krieg und reden von der großen Depression und reden vielleicht noch davon, wie sie als Kinder gelebt haben. Mose aber schaut in die Zukunft und schaut ganz wunderbar optimistisch. Er schaut da hinüber über den Jordan und sieht, wie die Kinder Israel in den verschiedenen Landesteilen sitzen und es sich wohl sein lassen. Er sieht bis nach Dan und Naphtali, nach Ephraim, Menasse, Juda, bis in die Küstenländer und sieht Jericho unter sich liegen, die Palmenstadt Soar und bis in die Negev-Wüste. Und sieht da, wie die Kinder Israel jeder auf seiner Scholle sitzen, ein Stückchen Garten und da drinnen einen Olivenbaum, unter dessen Schatten sie sitzen. Und daneben ein Stückchen Feld, das sie bearbeiten und eine Hütte dabei, in der sie schlafen können.
Und sie haben Frieden rundherum und sie kommen zusammen in ihren Versammlungen und gehorchen dem gleichen Gesetz, das er, Mose, ihnen geben durfte von Gott. Und sie werden den Aaron haben und den Josua, die werden sie führen und ihnen das Gesetz auslegen. Und wenn ein Feiertag kommt, dann sieht man die Kinder Israel in das Heiligtum hochpilgern, sei es nun in Bethel oder in Silo oder auch in Jerusalem. Und sie werden dort im Gebet einander die Hände reichen und die Herzen werden verbunden sein im Lob ihres Gottes. So sieht es der Mose, eine wunderbare Beschreibung des gelobten Landes. Und nun möchte ich euch einmal bitten, so wie ihr heute hier seid, dass ihr mit mir einmal einen solchen Ausblick auf die Zukunft nehmt. Wie wird es denn sein in 5 weiteren Jahren? Wie wird es denn sein in der Zeit, wenn unsere Enkelkinder älter werden? Und wenn deren Kinder aufwachsen, wie wird es in dieser Welt sein? Und da möchte ich euch an den 21. Psalm erinnern, wo es heißt, hebt eure Augen auf zu den Bergen, von denen euch Hilfe kommt. Der Hüter Israels schläft noch, schlummert nicht. Der Herr ist der Schatten an deiner rechten Hand, dass sich die Sonne des Tages nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Seht ihr, meine Freunde, da vorne in der Zukunft, die uns unbekannt ist, sehen wir unseren Gott und dem gehen wir entgegen. Dort in der Zukunft werden auch auf dieser Erde Heiligtümer sein, in die Menschen gehen, wo das Wort Gottes verkündigt wird und die Sakramente gespendet werden. Dort in der Zukunft wird Gott sein Ohr leihen dem Rufen und Bitten seiner Menschen. Und dort in der Zukunft wird sein Wort erfüllt werden, ihr sollt das Erdreich besitzen. Es hat die Zukunft der Welt nie besser ausgesehen als heute, wenn wir sein Wort hören und unsere Herzen nicht verstocken. Gott ist mit uns an jedem Tag. Und Gott ist mit uns in der Zukunft und morgen und mit unseren Enkelkindern. Lasst uns einmal mit Mose diese Schau nach vorne haben. Und dann stirbt Mose. Stirbt, weil Gott sagt, er soll sterben. Gott ruft jeden. Und Mose starb allda nach dem Wort Gottes. Auch wir werden nach dem Wort Gottes so sterben. Wenn Gott sagt, dein Leben sei 65 Jahre, dann sind das 65 Jahre. Wenn er sagt 82, so sind das 82. So starb Moses dort und sein Leben ward 120. Und Gott begrub ihn. Man hat da viel darum gefragt, wie denn das zugegangen sei. Wisst ihr, wenn es um die Beerdigung geht, dann interessiert das immer jeden. Man macht ja selber seine Vorbereitung, hat sich sein Grab gekauft oder man überlegt, ob auch eine Einäscherung wohl möglich ist und ob das christlich sei und so etwas. Hier heißt es, Gott habe den Mose begraben. Na, ich denke mir das schon nicht bildlich. Ich denke mir, Gott hat Mose in den Armen seiner Liebe begraben. Und da ruht er gut, da hat er Frieden. Und da wird er das Land schauen und da wird er selber in dem gelobten Land des Jenseits leben, in den Hütten der Gerechten in Ewigkeit. Denn er ist begraben in die Barmherzigkeit und Liebe Gottes. Und nun der zweite Ausflug. Ich nehme euch mit zu einem Gipfeltreffen. Ein Gipfeltreffen, auch hier etwa auf einem Berg. Und da sind 3 Männer zusammen. Die Jünger sind wohl auch da, die ruhen da am Rande und sind ganz schläfrig, sind etwa Zeugen, aber 3 Männer, 3 Berühmtheiten treffen sich auf einem Gipfel.
Und diese drei Männer repräsentieren die ganze Heilige Schrift, das ganze Geheimnis, das Gott den Menschen offenbart hat. Da ist Mose, der ja den Pentateuch, also die ersten fünf Bücher Mose geschrieben hat, was die Juden die Tora nennen. Und da ist Elia, der repräsentiert den Rest des Alten Testamentes, die Propheten. Und da ist Jesus Christus, der Mann des Neuen Testamentes. Drei Männer kommen zusammen. In unserer Evangeliumslesung heißt es, nach weiteren 8 Tagen nahm Jesus die Jünger dort mit zu dem Gipfeltreffen. Am Anfang dieser 8 Tage hatte Jesus ihnen von seinem Sterben erzählt. Hatte ihnen gesagt, seht, wir gehen jetzt hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden von des Menschen Sohn, was geschrieben ist bei Mose und den Propheten, dass er viel leiden muss und gekreuzigt werden und sterben und begraben und am 3. Tag wieder auferstehen. Und 8 Tage haben die Jünger das mit sich herumgetragen und haben sich das nicht recht reimen können. Und Jesus war darüber auch wohl verzweifelt, dass die Jünger ihn nicht verstanden und er wusste, er muss da nach Jerusalem gehen und was das wohl alles bedeuten würde. Und nun kommt es zu einem Gipfeltreffen. Eben aus dem einfachen Grunde, dass die Jünger erfahren wollen, was es alles auf sich hat. Die ganze Heilige Schrift wird nun untersucht und sie bereden und sie besprechen von dem Ausgang, den Jesus haben sollte in Jerusalem. Und damit meinen sie doch sein Sterben, sein Auferstehen und seine Himmelfahrt. Und während sie darüber sprechen, wir wissen die Einzelheiten nicht, da wachen die Jünger aus ihrem Schlummer auf und sie sehen Jesus da wie verklärt. Leuchtendes Gesicht. Vielleicht wird man erinnert an Mose, als er vor dem Volk herzog, glänzte sein Gesicht auch oft so, weil er so viel Gottesbegegnung hatte. Und die Kleider glänzten und da ist nun Mose und Elia dabei. Und Petrus ist so begeistert von dieser Gottesstunde, dass er sagt, hier wollen wir gleich bleiben. Lass uns 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Man möchte zum Augenblicke sprechen, verweile doch, du bist so schön. Aber Jesus überhört das ganz. Es geht in der Verklärung ja nicht um das Aussehen. Es geht, dass etwas jetzt verklärt wäre im Verstand. Im Verstande Jesu, dass er weiß, was auf ihn zukommt, dass die Jünger wissen, was es mit dem Kreuz auf sich hat. Meine Brüder und Schwestern, es ist ein ganz besonderes Gipfeltreffen, was hier stattfindet. Mit einem Mal ist da eine Wolke und aus der Wolke eine Stimme und die sagt, dies ist mein erwählter Sohn, den sollt ihr hören. Als wir diese Woche das Gipfeltreffen in Ottawa hatten mit dem Bill Clinton und dem Jean Chrétien, da haben manche Kommentare gesagt, vielleicht wird der Bill Clinton gar nicht nochmal gewählt. Und dann beim nächsten Gipfeltreffen ist dann halt jemand anders da. So weiß man nicht, was los ist. Hier aus der Wolke heraus eine Stimme, das ist mein erwählter, lieber Sohn. Nicht ein Präsident oder Ministerpräsident, den man wieder abwählen kann, sondern einen, den Gott in sich selbst hineingewählt hat, in den innersten Rat der heiligen Gottheit. Und weil das so ist, Brüder und Schwestern, weil hier ein Gipfeltreffen ist, wo der eine erwählte Gottessohn dabei ist, darum, um dessen Willen, ist die Zukunft nicht im Zweifel. Jawohl, es geht immer um die Zukunft. Dort bei den G7, wenn sie sich im Juni treffen werden, dann wird die ganze Welt horchen und hinschauen, ob es auf oder abgeht. Man kann da so etwas das Barometer ablesen. Es kann so oder so gehen, wer weiß. Wenn wir aber an diesem Gipfeltreffen teilnehmen und die ganze Heilige Schrift befragen, Mose, die Propheten und Jesus Christus, dann ist kein Zweifel. Himmel an geht unsere Bahn.
Das wunderbarste Erlebnis der Menschheit steht bevor. Ihr sollt das Erdreich besitzen. Ihr sollt meine Zeugen und ihr sollt meine Erben sein. Und dann ist alles vorbei, die Gottesstunde ist vorbei und sie sehen niemand als Jesus allein. Und Jesus wird den Jüngern noch manches zumuten. Wer mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf und folge mir. Und die Gethsemane-Stunde wird kommen und die Jünger werden ihn alle verlassen. Einige werden wieder zurückkehren später. Die Kirche wird entstehen und die Christen werden verfolgt. Und die Christen werden ihre Gottesstunde haben, aber immer wieder wird eins passieren. Menschen werden auf den Berg der Verheißung steigen, egal wie jung oder wie alt sie sind. Sie werden alles vergessen und mit ihrem Gott seinen Ausschau halten und sie werden die Stimme Gottes hören, wie er sie ruft. Und dann möchte es doch uns geschenkt sein, Brüder und Schwestern, dass wir uns wie Mose in die Arme unseres Gottes betten und von seiner Barmherzigkeit begraben lassen, nachdem wir so unser Heil und unsere Seligkeit geschaut haben. Sehet, wir gehen hinauf nach Jerusalem. In dieser Woche fängt die Passionszeit an. In der nächsten Woche werden wir dann Passionsandachten haben. Wir werden mit unserem Herrn gehen. Wir werden das Alte und das Neue Testament gegeneinander halten, dass es auch dem Letzten einleuchtend werde, dass des Menschen Sohn dies leiden musste, damit wir zu unserer Herrlichkeit eingehen können. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Berechnung und Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Und nun lasst uns singen, ein reines Herz, Herr, schaff in mir, Nummer 263, und wir nehmen das Opfer ein. Ein reines Herz, lasst uns beten.
Da wir in Gottes Namen hier versammelt sind und er uns gebietet, ihn in aller Not anzurufen und für alle Menschen zu bitten, so lasst uns beten für die Christenheit. Allmächtiger Vater, ewiger Gott, lass doch deine ganze Christenheit auf Erden im Gehorsam stark und in der Liebe brennend werden, dass sie wie eine Stadt, die oben auf dem Berg liegt, allen leuchtet, die in der Dunkelheit dieser Welt ohne Weg und Hoffnung sind. Im Namen Jesu rufen wir zu dir, Herr, erbarme dich. Lasst uns auch für unsere Kirche und Gemeinde beten. Herr Gott, du bist die Hoffnung aller deiner Gläubigen. Gib unserer Kirche Mut durch deine Wahrheit. Stärke die Gemeinden, die im Kampfe stehen. Sei Hirte und Lehrer aller, die dein Wort verkündigen. Hilf den Bischöfen, Pastoren, Kirchenältesten und Helfern, dass sie sich nur durch deinen Geist leiten lassen. Im Namen Jesu rufen wir zu dir, Herr, erbarme dich. Lasst uns für alle beten, die in unserem Land zu regieren haben. Allmächtiger Vater, du regierst ja selber und weißt, wie schwierig das Geschäft ist. Regiere du die Pläne aller Mächtigen. Lass sie das Recht mehr lieben als die Macht und unser aller Leben, Wohl und Ehre schützen. Im Namen Jesu rufen wir zu dir, Herr, erbarme dich. Lasst uns um Frieden in der ganzen Welt beten. O Gott, wir wissen wohl, wie viel Leid Krieg über die Menschheit bringt. Und darum bitten wir dich, lass doch nach deiner Verheißung immer Menschen da sein, die zum Guten reden und Frieden stiften, ohne zu ermüden. Im Namen Jesu rufen wir zu dir, Herr, erbarme dich. Lasst uns für alle Notleidenden beten, für die Kranken unserer Gemeinde, für die Witwen und Waisen, für die Einsamen und Verstoßenen, für die Obdachlosen und Vertriebenen in aller Welt, für all die Arbeitslosen oder die aus dem Gleis geworfen sind. Barmherziger Gott, du willst uns ja gerade durch Trübsal zu dir führen. Lass doch in allen Leiden dieser Zeit uns am Glauben festhalten und von deiner allmächtigen Hand geleitet zur ewigen Freude durchdringen. Im Namen Jesu rufen wir zu dir, Herr, erbarme dich. Du Herr bist nahe allen, die dich anrufen. Du hörst, wenn die Gerechten schreien und errettest sie aus aller ihrer Not. Gelobet seist du Herr, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht nun aus Gottes Haus in euer Haus im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und geb dir seinen Frieden. Nummer 141, nun Gottlob, es ist vollbracht. Weil der Gottes
Gottesdienste ist aus und uns mit geteilter Segen. So gehen wir mit Freude nach Haus, wandern fein auf Gottes Wegen. Gottes Geist uns ferne leite und uns an.